Wir werden heute in der Bundestagsfraktion ein Gesetzespaket verabschieden, das zwischen Bund und Ländern vereinbart wurde, wo es darum geht, die große Zahl von Flüchtlingen in unserem Land aufzunehmen, und zwar diejenigen, die ein Bleiberecht haben, und zur gleichen Zeit ein klares Signal zu setzen, dass diejenigen, die kein Bleiberecht haben, auch dieses Land wieder verlassen müssen. Wir haben nach wie vor einen großen Zustrom von Menschen aus Albanien, aus dem Westbalkan in diesen ersten Monaten des Jahres. Das hätten wir reduzieren können, wenn die grünen und roten Ministerpräsidenten schon früher bereit gewesen wären, das zu machen, was wir verlangt haben und was jetzt kommt, Gott sei Dank, nämlich 3 weitere Länder und damit den ganzen westlichen Balkan zu sicheren Herkunftsländern zu erklären und damit die klare Botschaft auszusenden, wer von dort kommt, hat keine Perspektive, in diesem Land zu bleiben. Und wir werden mit diesem Gesetzespaket auch den Abschiebeprozess dadurch beschleunigen, dass diejenigen, die ausreisen müssen, eben ganz reduzierte Leistungen bekommen, weil sie auch alles das, was im normalen Satz enthalten ist, an Integrationsleistungen auch nicht mehr brauchen. Wir machen damit einen großen Schritt hin auf eine angemessene, menschlich auch angemessene Lösung des Zustroms. Die, die ein Bleiberecht haben, können bleiben und die anderen müssen dieses Land wieder verlassen. Es gibt eine Diskussion darüber, ob wir den Mindestlohn für Flüchtlinge aussetzen, nicht anwenden sollen. Das wird nicht kommen. Das wäre in zweierlei Hinsicht ein falsches Signal, nämlich ein Anreiz, wieder zu kommen, um arbeiten zu können, und zum anderen ein falsches Signal an diejenigen, die jetzt einen Mindestlohn bekommen, dass sie ersetzt werden könnten durch Flüchtlinge, die keinen Mindestlohn bekommen. Die Diskussion ist abwegig und die sollten wir auch nicht weiter führen. Das werde ich auch heute in der Bundestagsfraktion so sagen. Also es wird keine Reduktion des Mindestlohnes für Flüchtlinge geben. Und wir müssen natürlich uns sehr schnell jetzt um die kümmern, die in unserem Land bleiben werden. Vor allem junge Menschen, dass sie nicht in die falschen Hände geraten. Es ist zwar richtig, dass die allermeisten, die zu uns gekommen sind, auch vor Islamisten geflohen sind und deswegen sich mit Salafisten nicht einlassen werden, aber wir müssen den jungen Menschen, die bei uns bleiben, klar sagen, wir helfen euch, euch in diese Gesellschaft zu integrieren. Ihr bleibt nicht allein, damit sie nicht woanders glauben, andocken zu müssen. Klar ist aber auch, und dies muss auch deutlich gesagt werden, und da kann es keinerlei Abstriche geben, das Grundgesetz ist der Wertmaßstab, nach dem in unserem Land gelebt wird. Und im Grundgesetz steht beispielsweise auch die Religionsfreiheit. Und deswegen kann es nicht akzeptiert werden, wenn aus religiösen Gründen Menschen in den Flüchtlingsheimen attackiert und gemobbt werden. Und da hat es auch wenig Sinn zu überlegen, ob man da nach Ethnien oder Religionszugehörigkeit trennt. Das darf in unserem Land nicht passieren, dass man nach Religionszugehörigkeit trennt, sondern da muss eben durchgesetzt werden, dass es in den Einrichtungen, in denen Flüchtlinge leben, so zugeht, wie es auch im normalen Leben, im täglichen Leben in unserem Land erwartet wird. Wenn wir da nicht gleich einschreiten, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn sich solche Dinge später fortsetzen. Und ich kann nur sagen, ich habe nicht einen jahrelangen Kampf für Religionsfreiheit geführt, um dann im eigenen Land erleben zu müssen, dass dies nicht mehr durchgesetzt werden kann. Da erwarte ich schon, dass man alles tut,
um solche Auswüchse in Einrichtungen auch abzustellen und das auch klar und deutlich zu sagen. Es muss diejenigen, die in diesem Land bleiben werden, müssen sich daran halten. Bei uns steht das Grundgesetz über den Religionen und nicht die Religion über dem Grundgesetz. Danke.